Hallo, hier spricht wieder eure Medimikro. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit euch über ein Gewebshormon. Das nennt sich Histamin. Die meisten, die das jetzt eingeschaltet haben, dieses Video, ich gehe mal davon aus, ihr habt das Wort Histamin schon einmal gehört. Und in den meisten Fällen denke ich auch immer im Zusammenhang mit allergischen Reaktionen. Ich erzähle euch aber heute, dass es gewisse Erreger gibt, die auch zu einer Histaminausschüttung führen. Das Histamin ist in unserem Körper gespeichert. Es ist also nicht frei im Körper, es ist in gewissen Zelltypen gespeichert und das sind vor allem die Gewebsmastzellen. Also unter eurer Haut und so, da habt ihr diese Gewebsmastzellen. In eurem Blutkreislauf, da habt ihr die basophilen Granulozyten. Auch diese enthalten Histamin vorrätig. Und dann gibt es auch noch Zellen, die können Histamin herstellen. Die haben ein spezielles Enzym, um Histamin herzustellen. Das ist das Enzym, das nennt sich Histidindecarboxylase, HDC abgekürzt. Diese Zellen, die das Enzym enthalten, das sind die neutrophilen Granulozyten, das sind die Monozyten und das sind auch noch die Makrophagen. Und diese weißen Blutkörperchen reagieren auf Bakterientoxine, beispielsweise auf das LPS. LPS ist die Abkürzung für Lipopolysaccharide. Enorm griffiger Stoff. Klingt vielleicht so nett oder so, ich wollte es nur mal sagen. Ihr müsst euch das ja auch mal ein bisschen vorstellen können. Also das ist ein Toxin, wo die Immunzellen richtig drauf abgehen. Richtig drauf eingestellt auch sind, dass sie da eben drauf abgehen. Und das ist auch schon angeboren so. Es ist also eine angeborene Reaktion des Körpers. Wenn eine Substanz, in diesem Fall jetzt das Histamin, sehr, sehr viele Aufgaben im Körper übernimmt und vor allen Dingen eine sehr reizende Wirkung hat, dann ist es ja ein Gewebshormon und ein Neurotransmitter, also auch ein Botenstoff, der ein Signal an eine Nervenzelle abgibt. Wenn wir also wissen, dass so eine Substanz eine so starke Wirkung hat, dann ist die ja immer abgepackt. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam so eine Mastzelle an. Das ist eine Mastzelle. Und normalerweise, und das ist ja immer so, dass es so ein Normalkollektiv gibt, es ist so, dass wir unter unserer Haut Mastzellen haben, am besten in einer gewissen Menge. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben besonders viele Mastzellen. Also es gibt dann immer verschiedene Symptome, wollte ich damit ausdrücken. Diese Mastzelle hier, die habe ich gezeichnet. Das Wort Mastzelle bedeutet im Grunde auch gemästete Zelle, denn Paul Ehrlich, als er sie vor über 120 Jahren erblickt hatte, er fand eben, dass sie sehr, sehr moppelig aussieht. Und dieses Moppelig, das bezieht sich im Grunde genommen darauf, dass die halt solche Kügelchen haben, Granular, Körnchen halt. Und ganz in der Mitte, das ist der Zellkern. Diese kleinen Granular-Körnchen, die müsst ihr euch vorstellen wie so kleine Wasserbomben. Und diese Wasserbomben enthalten nun unser Histamin, also gut abgepackt. Und der Einfachheit halber erzähle ich jetzt mal ein bisschen was über den Wespenstich. Denn ich denke, das ist so ein Beispiel, was wirklich jeder kennt. Also entweder kennt man es persönlich oder zumindest bei anderen Menschen. Eine Wespe hat eher einen Stachel im Hinterleib. Meistens erzähle ich ja von Zecken. Da haben wir meistens die Mundwerkzeuge im vorderen Bereich. Und jetzt sind wir mal im hinteren Bereich eines Insekts. Und da ist ja eben dieser Stachel und der Stachel ist nie sauber. Es gibt in der Natur keine freien Flächen, die sauber sind. Also wir haben also einen Stachel mit natürlich einer gewissen Flora drauf und diese Wespe sticht nun zu, weil sie sich aus irgendeinem Grund jetzt bedroht gefühlt hat. Jetzt reagiert so eine Mastzelle. Das ist auch bei jedem Menschen so. Also es sei denn, es ist wirklich eine komplett merkwürdige Krankheit, aber in der Regel passiert das jetzt bei jedem Menschen, dass diese kleinen Wasserbomben, also diese kleinen Kügelchen, die ja das Histamin enthalten, die machen so plutsch, plutsch, plutsch und die geben ihren Saft nach draußen hin ab, also an das Gewebe nach außen. Das hat jetzt ganz, ganz viele Gründe.
Und ganz, ganz viele positive Effekte auch. Aber das Histamin, das müsst ihr euch ein bisschen vorstellen wie Juckepulver. Das ist richtig, richtig griffig. Und dadurch habt ihr einen Schmerz, eine Schwellung, einen Juckreiz, all das, was ihr so kennt, wenn euch ein Insekt sticht. Und es ist bei manchen Menschen so, und da reden wir jetzt eben über eine Allergie. Es gibt ja Menschen, die kommen ganz gut mit einem Wespenstich klar, aber jeder hat halt so eine Schwellung und manche haben ja eine Wespenstichallergie. Und bei der Wespenstichallergie ist es dann ja so, dass besonders viele Mastzellen und besonders schnell geben dann diese Mastzellen ihre Säfte nach außen hin ab. Das heißt also, diese Mastzelldegranulation, das ist das, was ich eben beschrieben habe, ne? Das Plutsch, 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 wie gesagt, stellt euch so kleine Wasserbomben vor. Wie gesagt, das Histamin ist gut abgepackt, aber im Krisenfall, und dieser Wespenstich ist jetzt ein Krisenfall, in diesem Krisenfall, da gibt jetzt die Mastzelle ihren Saft ab. Und zwar bei gesunden Menschen in einer vernünftigen Menge, in einer vernünftigen Dosierung, ein bisschen hier Plutsch und da ein bisschen Plutsch. Und bei einem Allergiker geht das jetzt ganz, ganz heftig. Und ein Allergiker könnte ja dann theoretisch auch Atemnot bekommen, Schwindel, Ohnmachtsgefühle oder vielleicht sogar in Ohnmacht fallen. Und all diese Symptome, die man dann bekommt, das ist dann zu viel Histamin im Körper. Also die Mastzelle hat sehr viel Histamin abgegeben, auch viel zu schnell abgegeben. Und der Körper kann nicht mehr runterregulieren. Also im Sinne von das Histamin abbauen. Es gibt ja histaminabbauende Enzyme, da kommen wir noch hin. Und diese Gegenregelmaßnahmen funktionieren nicht mehr. Im Hintergrund könnt ihr jetzt lesen, dass es eben eine Reaktion von Mastzellen, aber auch auf bakterielle und virale Infektionen gibt. Und auch noch auf Würmer und auch auf Protozoen. Das steht nur jetzt eben nicht in dieser Veröffentlichung. Das, was ihr da jetzt im Hintergrund lest, das bezieht sich im Grunde genommen auf diese Veröffentlichung da, wo dann auch die Quelle ist. Und ich möchte also nochmal darauf hinweisen, es gibt keinen Zeckenstich, es gibt keinen Wespenstich, keinen Bienenstich und so weiter, der bakteriell sauber abläuft. Natürlich mal mit normaleren Bakterien und auch mal mit wirklich starken Streptokokken besetzt, Pseudomonas oder solchen ähnlichen Bakterien. Aber grundsätzlich muss der Körper immer vom absoluten Krisenfall erstmal ausgehen, wenn Fremdstoffe in uns hineinkommen. Das Histamin, das sagt uns ja jetzt oder macht uns darauf aufmerksam, dass da etwas nicht stimmt. Das Histamin ist so dieser Stoff, der jetzt so Mayday, Mayday ruft. Und wir merken das natürlich durch einen Schmerz, durch eine Schwellung. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir jetzt keine allergische Reaktion haben. Und man kennt das ja auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, in eine Biene tritt im Sommer, der Fuß schwillt an, dann würde man den ja hochlegen, weil er hat Schmerzen und er ist halt dick und rot und man kühlt. Das ist so eine typische Mastzellreaktion, ja, also eine typische Reaktion, dass man eben dieses Histamin gerade abbekommen hat. Der Mensch, der versucht aber immer, alles in so Schubladen zu stecken, ne? Ist ja oft so, man möchte sich ja einfach machen und es ist auch für den Verstand leichter, sich etwas zu merken, wenn immer 1 plus 1 gleich 2 ergibt. Und so ist es meistens eben auch, dass man bei dem Wort Histamin an eine Allergie denkt. Es gibt aber mittlerweile neuere Veröffentlichungen und da weiß man eben jetzt auch, dass die Mastzelle aber auch an der Tumorentwicklung, an der rheumatoiden Arthritis, an der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, an der Gewebsfibrose und an der Arteriosklerose beteiligt sind. Da sind eben die Mastzellen beteiligt. Und all diese Krankheiten, die jetzt hier stehen, die habe ich halt so übernommen aus Veröffentlichungen. Ich möchte darauf hinweisen, das sind aber grundsätzlich eher Symptome. Also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung stellen wir uns jetzt einfach mal ganz, ich versuche es mich kurz zu fassen, aber ich möchte auch, dass das ganze Thema ein bisschen begriffen wird und auch die Komplexität des Themas. Die Darmerkrankung, die chronisch entzündliche Darmerkrankung, die hat ja einen Ursprung.
Und zum Beispiel könnte der Ursprung ein Hakenwurm sein. Ein Hakenwurm saugt Blut und zwar an den Darmzotten. Und er hat da so eine Mundkapsel. Und mit dieser Mundkapsel saugt der Blut 6 bis 8 Stunden lang. Verdünnt auch das Blut und so weiter. Dann lässt er los und sucht sich eine neue Stelle, um wieder weiter Blut zu saugen. Dann gibt es kleine Sickerblutungen, nicht so wichtig jetzt für uns, aber trotzdem, es gibt Sickerblutungen. Dann gibt es auch mal okkultes Blut im Stuhl. Und dann haben wir eben eine offene Wunde in einem Darmtrakt. Und im Darm sind so viele Bakterien, Pilze und auch theoretisch ja Viren. Und die setzen sich dann eben oben drauf. Und es gibt immer einen Wegbereiter. Immer erstmal einen mechanischen Schaden, häufig durch Würmer. Mechanische Schäden können auch durch andere Sachen zustande kommen. Aber wie ich eben auch im Grunde schon in einem anderen Zusammenhang ja gesagt habe, der Wespenstachel ist ja nie frei von Bakterien, weil in der Natur immer freie Flächen wieder besetzt werden. In der Natur sind immer Bakterien überall drauf, auch auf Pollen, auch bei der Pollenallergie haben wir immer noch ein Mikrobiom drauf. Und hier ist es eben genauso im Darm. Sofort wird auch eine Bakterienschicht wieder über diese Wunde gelegt. Und das kann mitunter richtig reizend wirken. Vor allen Dingen, wenn man das ja auch kennt mit den Candida-Pilzen. Gibt es zahlreiche Beispiele. Ich wollte nicht so genauer drauf eingehen, nur ich wollte das mal zeigen, dass es wieder dann so ist, dass in diesen Veröffentlichungen das jetzt als Krankheit definiert wird, was ich aber als Symptom eher bezeichnen würde. Und es gibt immer einen Ursprung. Und meistens sind es nun mal die Erreger oder die Parasiten, die ursprünglich dafür verantwortlich waren, dass es zu einer Entzündung kommt. Und dasselbe sehen wir eben auch bei der rheumatoiden Arthritis. Wie oft ist die rheumatoide Arthritis eine Borreliose? Nicht wahr? Sagt mal ja. Okay. Wer es nicht weiß, einfach mal googeln. Okay. Leimborreliose, rheumatoide Arthritis. Es ist ein absolut gesunder Prozess, wenn man Histamin ausschüttet bei bakteriellen, parasitären Erkrankungen. Es gehört auch zur normalen Wundheilung, es gehört auch zur Angiogenese, darauf komme ich noch genauer, was das bedeutet. Und auch bei Neuroimmuninteraktionen spielen Mastzellen eine Rolle, beziehungsweise der Saft der Mastzellen. Das sind viele verschiedene Säfte oder Serotonin und solche Sachen, Interleukine. Heute geht es aber um das Histamin. Und das Histamin spielt ja eben eine Rolle. Ich hatte ja eben schon gesagt, Histamin ist ein Neurotransmitter. Daher hat Histamin auch eine Wirkung auf Neuroimmuninteraktionen. Als Gewebshormon, welches ja Mayday, Mayday ruft und dann auch andere Immunzellen herbeiruft, um Hilfe zu bekommen. Das Histamin hat sehr viele verschiedene Wirkungen, die sehr griffig sind. Das werden wir jetzt gleich merken. Ihr seht da jetzt ein paar Wörter, auch hier wieder aus der Veröffentlichung entnommen. Ich schalte jetzt aber um, so ein bisschen auf die Übersetzung, damit wir alle gemeinsam mitlesen können oder damit ihr mitlesen könnt mit mir. Die Wirkung vom Histamin, da stand ja eben Vasodilatation. Die Vasodilatation ist eine Erweiterung der Blutgefäße. Ihr müsst euch am besten, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Beispiel mit dem Wespenstich. Das ist vielleicht am einfachsten. Ich habe ja gesagt, das ist sowas wie das Krisengebiet. Und nun brauchen wir ja weitere Immunzellen, weil es ist ja noch eine unübersichtliche Lage auch. Wir wissen ja noch gar nicht genau, was da jetzt los ist. Brauchen wir mehr neutrophile Granulozyten? Brauchen wir mehr Lymphozyten? Was brauchen wir jetzt eigentlich? Wir rufen erstmal die Rettungskräfte herbei. Und die ersten, die wir jetzt herbeirufen, sind übrigens immer dann die neutrophilen Granulozyten. Dafür erweitern wir jetzt die Blutgefäße. Das macht auch die Blutgefäße dünner und dadurch können die neutrophilen Granulozyten durch die Wände hindurch sliden. Also die Permeabilität, die Durchlässigkeit der Blutgefäße wird auch verbessert durch das Histamin. Generell erweitert halt, weil umso mehr Blut ich jetzt in das Krisengebiet hineinpumpe, umso mehr Immunzellen kommen auch mit diesem Blutfluss herbei. Dann gibt es die Angiogenese. Ganz, ganz wichtig. In einem meiner Videos, das ist aber schon ganz lange her,
da habe ich über die chronische Borreliose gesprochen und so ein bisschen über die Lymphozyten. Die Lymphozyten, die quetschen sich meistens nicht so durch die Blutgefäße hindurch. Die lassen sich eher Zeit. Und die lassen sich auch gerne mal erstmal so eine Autobahn neu anlegen. Und das ist jetzt praktisch die Angiogenese. Wir haben also ein Wachstum von Blutgefäßen. Das kennt man auch, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Stelle immer mit einer Injektionsnadel reinsticht, dann hättet ihr auch in dem Bereich mehr Blutgefäße. Und das Gleiche passiert jetzt eben auch bei einem Wespenstich. Es werden auf einmal mehr Blutgefäße gebildet. Es kommt zu Sprossungs- und Spaltungsvorgängen aus den bereits vorgebildeten Blutgefäßen. Also wir haben jetzt Rettungsgassen, wir haben neue Brücken, wir legen neue Rettungswege an. Wir müssen ja unser Krisengebiet von allen Seiten gut erreichen und das ist jetzt auch sehr wichtig eben für die Lymphozyten beispielsweise. Also grundsätzlich versuchen wir viel Blut reinzupumpen. Deshalb habt ihr auch diese Rötung und diese Schwellung. Dann kommt es auch zum Schmerz. Viele denken, dass Schmerzen etwas Schlimmes sind. Schmerzen sind aber etwas in erster Linie immer, was uns ins Bewusstsein ruft, da ist etwas nicht in Ordnung. Also stellt euch jetzt ein Reh im Wald vor, das hat sich etwas eingetreten und hat Schmerzen und es lahmt. Das ist ungemein wichtig, denn wenn es sich etwas eingetreten hat, dann soll es sich das ja nicht noch tiefer eintreten und es muss das eben ja dann auch schonen. Und dann würden ja dann auch die ganzen, ja, auch wieder die Immunzellen kommen und das dann zum Beispiel langsam zersetzen. Stellen wir jetzt einfach einen Dorn vor. Der Dorn würde ja dann langsam zersetzt werden und dann auch rausaltern. Und eines Tages kann im Idealfall, wenn alle Immunzellen richtig zusammengearbeitet haben, sich gut miteinander abgestimmt haben, dann wird das Reh oder beziehungsweise der Fuß vom oder der Huf vom Reh wird dann wieder gesund. Der Schmerz ist erstmal total wichtig und auch für uns, wenn wir jetzt eben in eine Biene getreten sind, dann haben wir einen Schmerz und dann wissen wir, oh, da war was, was nicht gut ist. Also wir müssen uns ja damit beschäftigen, mit diesem Schmerz, mit dieser Wunde müssen wir uns beschäftigen. Also wichtiges Zeichen für uns immer. Und sollte man immer ernst nehmen, Schmerzen? Und das sind jetzt einfache Beispiele. Ich weiß, natürlich wird es dann komplizierter, wenn es chronische Schmerzen sind und so weiter. Und das ist mir natürlich klar. Dennoch sagt uns das immer, dass es dann ein Problem gibt. Und chronische Schmerzen, ganz oft ist ein Sauerstoffmangel in dem Gebiet. Auch das ganz, ganz typisch. Ganz oft, weil eben auch die pH-Werte sich dann verändern in einem Gebiet und dann gibt es eben diesen Schmerz. Aber es ist ja auch so schön vom Körper, wenn ihr es geheilt habt, ist der Schmerz weg. Also Problem gelöst, Schmerz weg. So ist eigentlich die Regel. Dann gibt es noch eine Mitogenese. Mitogenese. Ich will es mal so formulieren, das ist sowas wie eine gesunde Zellteilung. Warum habe ich das jetzt so ausgedrückt? Also eine Zellteilung kennt ja jeder und den meisten ist aber nicht klar, dass sich auch Zellen teilen können durch Strahlungsschäden und durch Einschnürung. Und das meint es aber hier eben nicht. Es gibt ja die Mitose, dass sich eben alles so langsam verdoppelt und dann perfekt sich in einem gewissen biologischen Ablauf auch wieder orchestriert, ganz sauber voneinander abgegrenzte, super Schritte, bis wir wirklich dann die Zelle so teilen können oder beziehungsweise dass sich die Zelle dann so voneinander teilt, dass wirklich auf beiden Seiten in dieser Verdopplung, in dem einen und in dem anderen, exakt dieselben Sachen dann wieder vorhanden sind. Ja, und das ist die Mitogenese. Ganz wichtig. Das bedeutet, das Histamin sorgt jetzt dafür, dass sich neue Zellen bilden und leitet eben auch die Mitogenese, also die Zellteilung der Lymphozyten ein. Denn das vergessen auch immer viele. Die meisten Immunzellen, die wir im Körper haben, ne, die werden ja im Knochenmark gebildet, werden dann irgendwann in den Blutkreislauf geschickt. Meistens, Ausnahmen gibt es natürlich, aber meistens. Und dann reifen diese Immunzellen aber weiter bis zu ihrem Tode. Also die Zellkerne verändern sich,
die Substanzen in den Körpern der Immunzellen verändern sich. Ja? Aber sie können sich nicht mehr teilen. Also es wird nicht mehr aus einer Zelle nochmal eine zweite Zelle. Aber die Lymphozyten, die sind zur Mitose fähig und deswegen ist das wichtig auch zu wissen und überhaupt jetzt im Zusammenhang mit dem Histamin, dass das Histamin eben diese Mitose einleitet. Und es ist wichtig, wenn wir mikroskopieren, und ich habe ja nun mal einen Kanal, wo es sehr stark um die Mikroskopie geht, bevor ein Lymphozyt sich teilt, muss er erstmal in der doppelten Größe vorhanden sein, sonst kann er sich ja gar nicht teilen. Und das mal so im Zusammenhang mit Pfeiffer'schen Drüsenfieber immer ein bisschen beachten, dass es dann eben Lymphozyten gibt, die sich dann eben erstmal vergrößern, bevor sie sich dann wieder teilen. Ja, dann macht das Histamin noch eine Steigerung der Säuresekretion im Magen. Das heißt, wir haben mehr Magensäure. Das ist eigentlich was Gutes. Magensäure brauchen wir, um Vitamine aufnehmen zu können, auch um Eisen aufnehmen zu können. Ja, natürlich, manchen ist das zu viel Säure, aber das ist eben eine normale Reaktion. Und es gibt eben immer an verschiedenen Stellen im Körper verschiedene pH-Werte. Und im Mund ist es zum Beispiel basisch und im Magen ist es eben sauer. Und danach wird es wieder basisch. Und das ist so. Und so müssen eben diese pH-Werte unterschiedlich auch im Körper immer vorhanden sein. Und dann können eben auch Enzyme vernünftig arbeiten. Und ihr dürft jetzt auch nicht vergessen, diese Mastzellen, die sind ja an verschiedenen Orten im Körper. Ja, also diese Gewebsmastzellen sind ja eben nicht nur unter der Haut, da wo ihr jetzt gerade zum Beispiel den Wespenstich hattet, die sind ja eben auch in der Magenschleimhaut und, und. Und deshalb, wenn ihr da natürlich einen Reiz habt, und da kommen wir im Grunde auch noch hin, wenn ihr da eben einen Reiz habt jetzt im Magen, dann kommt es eben auch zu einer Steigerung der Säuresekretion. Also die Mastzellen machen wieder plutsch, 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 geben das Histamin ab und wir haben mehr Magensäure. Verengung der Bronchien ist zu einem gewissen Grad auch eine sinnvolle Reaktion. Denn wenn ihr etwas in die Lunge reinbekommt, dann muss man irgendwann auch mal die Zugbrücke zumachen. War jetzt ein bisschen vereinfacht natürlich, ne? Ich versuche das immer so ein bisschen, dass man sich das bildlicher vorstellen kann. Also die Verengung der Bronchien in einem gewissen Maß ist das erstmal eine richtige Strategie vom Körper. Denn der merkt ja, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sagt er, ich mache jetzt erstmal alle Schotten dicht. Ich lasse jetzt nicht noch mehr rein. Ich muss erstmal mit dem klarkommen, was ich jetzt überhaupt hier in meinem Körper habe. Und so ist das erstmal. Natürlich weiß ich, bei Allergikern ist das ein Riesenproblem. Verengung der Bronchien durch Histamin, durch zu viel Histamin, durch eine übertriebene Abgabe des Histamins. Und natürlich muss man da dann gegensteuern mit Antihistaminika. Darmkrämpfe, auch typisch bei zu viel Histamin. Kommt jetzt wieder drauf an. Es gibt ja auch histaminhaltige Lebensmittel, vor allen Dingen diese ganzen Konserven, aber das kann man im Internet alles dann finden. Ja? Könntet ihr ja nochmal nachgucken, das wird jetzt zu lang. Also Darmkrämpfe zum Beispiel durch zu viel Histamin. Es gibt auch Darmflorabakterien, die Histamin produzieren. Auch nicht so gut. Ne? Aber ich sage ja immer, der Körper hat einen Grund. Und eine Abgabe vom Histamin mit als Folge mit Darmkrämpfen kann eben auch bei Würmern eine ganz gute Idee sein, denn wir wollen ja auch die Würmer heraustreiben. Neurologische Störungen, ja, ich sagte ja, ist ja auch ein Neurotransmitter, sorgt auch für Schwindelsymptome, sorgt aber auch für, wenn jetzt das Gewebe anschwillt, dafür, dass dich das Nerven eben abgeklemmt werden. Gibt es auch neurologisch. Also Neuro ist ja immer alles mit Nerven. Vielfältige Probleme und Diarrhoe ist Durchfall. Ja, gibt es eben auch bei zu viel Histamin. Ja, bei einem nicht ausgewogenen Histaminverhältnis und generell aber wieder auch Diarrhoe im Zusammenhang auch mit den Darmkrämpfen ist ja sinnvoll bei einer Wurminfektion. Borrelia-Burgdorferi-Spirochäten, die Lyme-Borreliose. Also die meisten Menschen werden das umgangssprachlich nur als Borreliose wahrscheinlich kennen im deutschen Raum. Und wir sagen meistens Lyme-Borreliose als Abgrenzung, aber ist egal. Und auch diese Infektionserkrankung mit diesem gewundenen Bakterium,
aktiv beweglich ist es, Gramm negativ. Dieses Bakterium, das sorgt eben auch für eine Mastzellaktivierung in relativ kleineren Mengen, aber auch, da werden wir gleich noch genau drauf eingehen. Und auch mutmaßlich steht auch im Verdacht, kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber wahrscheinlich auch, dass die neutrophilen Granulozyten bei Erregerkontakt, also bei Kontakt mit Borrelia burgdorferi, auch die dann dazu kommen, dass sie Histamin produzieren und es dann eben auch abgeben, weil man weiß eben, dass das generell neutrophile Granulozyten bei Kontakt mit Borrelia burgdorferi so DNA-Netze herausschießen und möglicherweise auch eben es dann zu einer Degranulation kommt, also auch wieder eine Abgabe der Säfte. Wer jetzt Borrelia burgdorferi noch nicht so gut kennt, Borrelia burgdorferi ist ja ein bisschen schuld daran, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Also das ist vielleicht jetzt jemand, der mich noch gar nicht kennt. Borrelia burgdorferi, das ist ja so der Erreger, mit dem ich dann so zu kämpfen hatte und deshalb dann angefangen habe zu mikroskopieren. Ja. Borrelia burgdorferi ist halt ein gewundenes Bakterium. Manchmal perfekt gewunden, es kommt immer ein bisschen auf die Oberfläche drauf an, manchmal auch irregulär gewunden. Borrelia burgdorferi kann auch Kugeln bilden. Ja, aber da gibt es weitere Videos auf meinem Kanal. Hier habe ich dann noch eine Quelle gefunden. Das fand ich ganz spannend. Da hat man die chronische Urtikaria untersucht, also die chronische Nesselsucht. Und als Nebendiagnose, also nicht als Hauptdiagnose, aber als Nebendiagnose, hat man herausgefunden, dass Menschen, die diese chronische Nesselsucht haben, dass da oft eine Borreleninfektion noch nebenbei läuft. Wollte ich hier mal reingeben. Ja, und wie kommt es jetzt dazu, dass die Mastzellen überhaupt gereizt werden, Histamin abzugeben? Es gibt Lipopolysaccharide, abgekürzt die LPS, manchmal sagt man auch LPS-Köpfe. Die sind in der Außenwand von gramnegativen Bakterien. Und Borrelia burgdorferi ist ja gramnegativ. Und ich sage ja, ich kenne das meistens so als Köpfe, ne? Gucken so aus dieser Außenwand dann so raus. Und Borrelia burgdorferi hat so, naja, sagen wir es mal so. Also es ist nicht chemisch exakt das, was wir so kennen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie das jetzt ausdrücken soll. Also diese Lipopolysaccharide von gramnegativen Bakterien sind meistens ziemlich einheitlich. Borrelia burgdorferi hat ein etwas anderes. Deshalb wird das auch manchmal als Lipopolysaccharid-like bezeichnet. Hier jetzt in diesem Text als spirochetisches LPS. Es ist nicht ganz so wichtig, ich wollte es nur gesagt haben. Denn es gibt noch andere Veröffentlichungen, da wird das dann nochmal extra unterschieden. Und ich weiß ja nicht, was ihr alles schon wisst und kennt und so. Und dieses LPS, das ist griffig. Das macht Fieber, also die Pyrogenität und so. Also es ist richtig, richtig aktiv. Und auch in dieser Studie kam raus, dass dieses LPS sehr ähnlich dem klassischen LPS von gramnegativen Bakterien ist. Und es ist eben chemisch und biologisch, macht es dieselben Reize. Und daher auch den Reiz, dass sich die Mastzellen eben degranulieren, also dass die Mastzellen ihren Saft abgeben. Und auch die Mitogenität, also ich sagte ja, die Zellteilung für die Lymphozyten wird auch hier eingeleitet. Ja, und auch noch eine Interleukin-1-Produktion. Nicht so wichtig, nicht am heutigen Tag. Jetzt wieder so ein bisschen für die Vorstellungskraft, finde ich es mal ganz gut. Dieses spirochetische LPS, das hat man genommen und Kaninchen intradermal, also in die Haut injiziert, hineingespritzt. Und da waren dann auch akute Entzündungsreaktionen zu sehen. Das bedeutet also für uns, wenn wir dieses Bakterium in uns tragen, Borrelia burgdorferi, dann haben wir eben immer auch eine mögliche Aktivierung der Mastzellen durch dieses LPS, aber auch theoretisch die Möglichkeit, Fieber zu entwickeln und so weiter. Das mit dem Fieber ist aber meistens, so kenne ich es, nur
in der Anfangsinfektion. Was das so, also zu Beginn der Krankheit, wollte ich sagen. Beim chronischen Verlauf kenne ich es eigentlich nicht. Wird immer mal wieder zwar berichtet, aber kenne ich eigentlich nicht. Helicobacter pylori, ja, also es geht jetzt immer um Bakterien, die dafür sorgen, dass Histamin ausgeschüttet wird. Entweder, dass eben die Mastzellen ihren Saft abgeben, ich mache es jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich, ihre Säfte nach außen hin herausgeben, oder aber, dass durch den Erregerkontakt die Neutrophilen gereizt werden, Histamin zu produzieren. Und jetzt, wie gesagt, das sind jetzt die nächsten ganzen Bakterien und Erreger, die ich euch gleich zeige. Geht es immer darum. Ja? Helicobacter pylori ist ein Bakterium in der Magenschleimhaut. Wenn es ganz übel kommt, macht es auch Magengeschwüre, Magenkrebs in dem Fall also. Ist auch ein gramnegatives Bakterium. Und das ist so spiralig gekrümmt und bewegt sich auch aktiv. Kann man schön im Mikroskop sehen. Ja, Klebsiellen, da gibt es verschiedene Spezies, wie so oft. Das sage ich ganz oft in meinen Videos zu den Bakterien. Und diese Klebsiellen besetzen eben verschiedene ökologische Nischen in unserem Körper. Einige Vertreter sind in der Lunge, das sind dann eben die Klebsiella pneumoniae. Manche sind aber auch in der Blase und so weiter. Und die machen dann zum Beispiel auch Blaseninfektionen und so weiter. Das sind auch gramnegative Bakterien, sind so Stäbchen. Stäbchenbakterien und gehören zur Familie der Enterobakterien. Mykoplasma-Infektionen, da habe ich gerade erst ein Video drüber gemacht. Ich gehe trotzdem kurz drauf ein. Mykoplasmen in der Blase, oft dann auch Ureaplasmen, die gehören da eben auch zu den Mykoplasmen, aber auch Mykoplasma genitalium geht eben in die Blase. Das ist auch wieder so, dass da verschiedene ökologische Nischen eben besetzt werden. Oder auch pulmonale Infektionen, also Infektionen der Lunge, Husten, ne? Diese ganzen normalen Erkältungssymptome gibt es eben auch durch Mycoplasma pneumoniae. Mykoplasmen sind die kleinsten Bakterien auf unserer Erde. Wären sie noch kleiner, würde man sie zu den Viren zählen, und wären sie noch kleiner, könnten sie sich nicht teilen. Das ist eben auch wichtig. Ja, und hier nochmal Mycoplasma pneumoniae, auch nochmal mit einer anderen Quelle dann. Und da geht es eben auch darum, dass die Neutrophilen ihre Säfte abgeben. Staphylococcus aureus, das ist so ein typischer Krankenhauskeim. Ich fange anders an. Coccus, also für kleine Kugelbakterien, das sind so kugelförmige Bakterien. Und Staphylo steht im Grunde genommen dafür, wie die kugelförmigen Bakterien jetzt angeordnet sind. Und diese Staphylokokken sind dann eben so in Haufen und man sagt auch Trauben, als Trauben angelegt. Ja? Also so, stellt euch einfach wie Weintrauben vor, wie so eine Handvoll Weintrauben. So ist irgendwie das optische, oder so ist ungefähr das optische Empfinden dann, ja? Wenn man durchs Mikroskop guckt. Ja, es sind relativ kleine Bakterien, so 0,8 bis 1,2 Mikrometer, können sich nicht aktiv bewegen. Ja, typischer Krankenhauskeim, wie gesagt. Chlamydien sind ein bisschen ähnlich zu den Mykoplasmen, haben ein bisschen mehr DNA. Und ja, die sorgen eben auch dafür, dass das Histamin abgegeben wird. Chlamydien gibt es auch wieder verschiedene. Es gibt welche, die machen auch wieder sind auch in der Lunge, auch wieder Chlamydia pneumoniae heißen die dann. Oder auch die, ja, so durch Geschlechtsverkehr zum Beispiel, ne? Chlamydia trachomatis, wobei Trachomatis nicht nur im Urogenitaltrakt ist, sondern auch Augenentzündungen hervorruft. Und die müssen eben auch durch den gesamten Blutkreislauf reisen. Ist ja klar, ne? Also wenn dieser Erreger sowohl im Urogenitaltrakt sitzt als auch im Auge, dann muss es ja eine Verbindung geben und das ist dann eben über den Blutkreislauf. Und Chlamydien, da gibt es noch eine andere Form, das ist dann die Papageienkrankheit. Ja, ja sitzen eben gerne auf Schleimhäuten, also Harnröhre, Gebärmutterhals, Enddarm. Ja. Pseudomonas aeruginosa. Das sind so Bakterien, ja, die sind sehr, sehr anspruchslos und machen eben im Krankenhaus große Probleme. Das Allerwichtigste, was man
Das vielleicht erstmal für die Vorstellung, das sind auch so Stäbchenbakterien. Aber das Allerwichtigste zu den Pseudomonas aeruginosa ist, dass sie dafür sorgen, dass sich grüner Eiter bildet. Ich weiß, das klingt jetzt nicht schön, aber sie werden halt auch verdaut von den neutrophilen Granulozyten, von einem bestimmten Typ eben, dieser Immunzellen. Und während dieser Verdauung entsteht ein Farbstoff und der ist eben grün. Und deswegen ist dann der Eiter grün. Ja, und im Krankenhaus machen sie ganz große Probleme. Also sie leben in feuchter Umgebung, aber sie sind auch lange überlebensfähig auf Türklinken. Und man findet sie eben leider im Krankenhaus auch auf Beatmungsschläuchen, Luftbefeuchtern, Inkubatoren, Waschbecken, Blumenvasen, Seifenspendern. Ja, überall da, innen drin, draußen dran. Es ist schwierig, muss man eben sehr viel Hygienekonzepte einhalten. Und eben auch, wenn man jemanden abhorcht oder so, dass man eben immer sich nach jedem Patienten die Hände wäscht und desinfiziert. Keuchhusten, die Bordetella, ich sage ja, alle Erreger, die ich jetzt aufzähle, haben immer etwas damit zu tun, dass das Immunsystem voll abgeht. Und in diesem Fall ist es auch so, diese Bordetella, die haben ein gewisses Toxin und dieses Toxin ist griffig und das, da gehen die halt, da reagiert halt das Immunsystem, in dem Fall halt auch diese Mastzellen reagieren da stark drauf. Ja, das sind relativ kleine Bakterien, so 0,8 mal 0,4 Mikrometer, auch wieder Gramm negativ. Ja, und ich denke auch, das Wort Keuchhusten sagt schon ein bisschen was aus, ne? Kleine kokoide Bakterien, unbeweglich. Leishmaniose, Leishmania major. Mittlerweile in Deutschland angekommen. Und mittlerweile, wir hängen ja ein bisschen zeitlich, finde ich, die Medizin hängt zeitlich der Parasitologie hinterher. Also wir reden hier von 20 Jahren. Mittlerweile seit 20 Jahren in Deutschland. Die können, also übertragen wird die Leishmaniose durch die Sandmücke und die Sandmücke überwintert in Schuppen und in Scheunen. Leishmania, jetzt ist eine Abgrenzung, wir hatten eben, das war eben der Block der Bakterien und jetzt da habe ich diesen Block praktisch fertig und jetzt sind wir bei den Protozoen. Also ich habe jetzt einen Vertreter der Protozoen rausgesucht, die eben auch zu einer Ausschüttung vom Histamin sorgen. Ja, also Leishmania ist so eine Hauterkrankung, die macht eine Orientbeule, sagt man. Ja, Strongyloides. Die Strongyloides, das sind auch so, also wir haben ja immer so verschiedene Abteilungen im Tierreich und wir sind jetzt eben in diesem Bereich der Rundwürmer, der Fadenwürmer, Schrägstrich Nematoden. Strongylus bedeutet immer rund, ne? Also sie haben einen runden Körperbau. Und da gibt es jetzt eben verschiedene auch Vertreter, eben ich meine jetzt zum Beispiel den Zwergfadenwurm, ne, damit wir mal ein deutsches Wort hören. Ja, so. Und diese Würmer, diese, ja, also ein massiver Befall sorgt dafür, dass sie Richtung Lunge wandern und sorgen dann für eine Reizung der Luftröhre. Im anderen Bereich des Körpers sorgen sie auch für Afterjucken, weil die Larven durch die Analhaut eindringen. Ja, ist nicht schön, aber machen sie. Und ganz wichtig ist bei diesen Würmern, dass man auf gar keinen Fall Cortison gibt. Denn Cortison, da gibt es so Untersuchungen zu, Cortison scheint dem Wachstumshormon von Würmern sehr, sehr zu ähneln. Davon geht man momentan jedenfalls aus, dass das Cortison ähnlich wirkt wie ein Wachstumshormon. Die Beobachtung ist jedenfalls folgende. Wenn man Cortison gibt, kommt es zur Massenvermehrung der Zwergfadenwürmer und das kann lebensbedrohlich werden, weil die bei Massenvermehrung hört man schon, da können wirklich auch Gefäße dann verstopfen. Also generell bei allem, was ich jetzt eben erzählt habe, ist es ja so, dass Histamin sorgt ja für viele, viele Immunreaktionen. Also es ruft zum einen seine anderen Immunzellen herbei,
Es sorgt aber auch dafür eben, dass diese ganzen Rettungsgassen hergestellt werden. Aber das Histamin wirkt auch direkt auf diese ganzen Erreger ein. Und dazu gibt es auch Untersuchungen, dass Allergiker zum Beispiel viel besser mit einer Staphylokokken-Erkrankung im Krankenhaus klarkommen. Also wir hatten ja eben schon die Staphylokokken, hatte ich ja schon gesagt, nur so haufenförmige, ja, also oder Kugelbakterien in Haufen angeordnet. Aureus bedeutet goldgelb, weil die Kolonie halt goldgelb ist. Aber die sind ganz oft multiresistent und sind deshalb auch gefürchtete Krankenhauskeime. Und man hat aber jetzt viele, viele Untersuchungen gemacht, und das kenne ich auch so aus meinem Umfeld, dass Allergiker ganz oft, also ist mein Empfinden, das ist aber wirklich nur ein Empfinden von mir, sowieso über Jahre schon gewesen, dass Allergiker sehr gut mit bakteriellen Infektionen klarkommen. Ich weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen habt. So, und das spiegelt sich jetzt aber auch in mehreren Studien mittlerweile wieder. Und ich möchte, ja, jetzt machen wir kurz jetzt mal einen Stopp. Ich fange mal nochmal an, so eine Art Zusammenfassung zu machen. Das Histamin wird vom Körper gebildet, nicht, und das nicht ohne Grund. Ja? Und das Histamin wird auch immer und immer und immer vorrätig gehalten im Körper, eben in diesen Mastzellen. Und viele bekommen immer so den Eindruck, dass sie ihr Histamin, na, ich sag's so mal, so in Anführungszeichen ein bisschen verfluchen, ja? Also das Histamin, also das ist ja eben unser Signalstoff, das uns ja Schmerzen aufzeigt, das eben ja diese Schwellungen macht, das auch Schwindelsymptome macht und, und. Es gibt eine ganz große Gruppe von Symptomen oder vielfältige Symptome werden eben durch Histamin ausgelöst. Und das ist natürlich nicht schön, weil Symptome behindern uns ja im Leben. Und dann fängt man an, beim Histamin so den Schuldigen ausgemacht zu haben. Ich weiß nicht, ob das grammatisch jetzt richtig war. Ich hoffe, dass man das so ein bisschen versteht. Also der Körper braucht Histamin, und Histamin, ohne Histamin könnten wir nicht leben. Das mal so ein Plädoyer für Histamin. Und nun ist es so, wir müssen jetzt überlegen, warum manche Menschen eben zu viel Histamin haben. Also warum machen diese Mastzellen zu stark? Plutsch, 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 und das ganze Histamin kommt viel zu schnell herausgeschossen. Oder wieso können wir das Histamin, oder wieso können einige Menschen das Histamin nicht zeitnah wieder abbauen? Das sind ja erstmal so offene Fragen. Oder warum haben manche Menschen so eine große Vielzahl oder eine so große Menge von Mastzellen überhaupt in ihren Geweben? Ja, das sind ja erstmal Fragen, die man erstmal stellen muss, um irgendwas zu verstehen. Und hier ist es jetzt eben ganz, ganz wichtig, dem Histamin jetzt nicht die Schuld zu geben. Das Histamin ist ein Speicherstoff, ja, oder ein Stoff, was dann eben durch direkten Erregerkontakt gebildet wird. Aber auch die neutrophilen Granulozyten sind ja eben so, das ist ja eine angeborene Immunabwehr, die sind ja in der Evolution ihr Leben lang, nee, klingt auch falsch, aber wisst ihr, was ich meine? Also schon immer war es so, dass die neutrophilen Granulozyten bei Erregerkontakt oder bei bestimmten Erregern, ich habe ja zum Beispiel das LPS, dieses Bakterientoxin gezeigt, dieses giftige Bakterientoxin, LPS, dass die immer dann Histamin produziert haben. Schon immer. Und nicht nur im Menschen, halt auch im Tier. Also das, wir müssen eben immer so ein bisschen bedenken, dass wir jetzt nicht einem Stoff den Kampf ansagen. Und natürlich bei Allergikern, die kurz vorm Ersticken sind, ist es natürlich absolut wichtig, ein Cortison zu geben und ein Antihistaminikum. Ja, aber bitte bedenken, wenn das jetzt eine chronische Form ist, muss man wirklich ein bisschen noch weiter nachdenken. Ja, hier steht jetzt, wie gehe ich jetzt mit diesen Informationen um? Eben ein bisschen ja, mit Verstand jetzt dran zu gehen. Ja? Also wir brauchen das Histamin, aber keine überschießende Reaktion. Gut.
Jetzt verlassen wir so ein bisschen aber nochmal den schulmedizinischen Bereich und überlegen so ein bisschen, was können wir tun. Es gibt ein histaminabbauendes Enzym in unserem Körper, DAO abgekürzt, Diaminoxidase. Das ist zum Beispiel schon mal ein Stoff. Gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Quercetin ist jetzt so ein Modemittel geworden, ist auch ein Antihistaminikum, aber ein natürliches Antihistaminikum. Und dann gibt es auch noch Kofaktoren, die das Ganze begünstigen, dass man das Histamin besser abbauen kann. Abbau von Histamin. Diese Diaminoxidase, die ist kupferhaltig. Und zwar ist im zentralen Zentrum, im aktiven Zentrum, meistens ist es zentral, aber ne, sagen wir mal, im aktiven Zentrum deines Enzyms oder dieses Enzyms ist jetzt in diesem, also das ist jetzt, jedes Enzym ist anders und jedes Enzym hat, also jedes Enzym hat ein aktives Zentrum, wobei man sollte sowas nicht sagen. Fast alle sage ich lieber, weil da gibt es immer irgendwann Ausnahmen. Aber ne, wir haben ein aktives Zentrum in einem Enzym und jetzt in diesem speziellen Fall ist halt das Kupfer im aktiven Zentrum. Das bedeutet, wir brauchen unbedingt Kupfer, sonst funktioniert das Enzym nicht. So. Kupfermangel entsteht heute etwas häufiger als früher. Also ganz früher hatte man ja eventuell auch noch Kupfergeschirr, Kupferkessel, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Russische Mediziner, Heiler, einige, die benutzen Kupferschmuck, weil die sagen, man kann sich dann über die Haut Kupfer reinziehen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber die sagen das. Und die machen das so. Ja, und ansonsten gab es ja auch mal Kupferrohre. Die hat man ja jetzt größtenteils durch Plastikrohre, durch Plastikwasserrohre in den Haushalten ersetzt. Vitamin B6 spielt auch noch eine Rolle, möchte ich ein bisschen in Klammern setzen. Und ansonsten das Vitamin C spielt dann noch eine Rolle. Ja. Dieses Enzym kann man auch von außen zu sich nehmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es das zwar auch zu kaufen gibt von Schweinen, ich finde es aber ein bisschen besser, wenn es aus Erbsen kommt. Deswegen habe ich jetzt das aufgeschrieben. Ich habe das einfach jetzt nur dahingeschrieben. Ich habe keine Verträge mit dieser Firma und ich weiß auch nicht, wie die das herstellen. Grundsätzlich, wenn ich jetzt, das sind so kleine Mini-Tipps. Aber ich nehme dafür keine Verantwortung, wie die was herstellen, weil die könnten ja irgendwo in so einer dreckigen Scheune ihre Produkte herstellen. Die könnten unter total schlechten hygienischen Bedingungen alles zusammenkehren und oder auch Schwermetalle in ihren Produkten haben. Oder aber auch nicht. Das weiß ich nicht. Ich möchte dafür eben nicht verantwortlich sein, wie andere Leute etwas herstellen. Aber ich habe jetzt eben dieses Natur-DAO hier hingeschrieben und auch mit den entsprechenden Units. Eben, man muss ja bei jedem Enzym muss man ja immer ein bisschen auch auf die Aktivität achten. Ja, dazu eben Kupfer. Und zum Vitamin C möchte ich kurz auch noch was sagen. Auf manchen Internetseiten werden so 3000 Milligramm bis 7000 Milligramm empfohlen. Aber da gibt es alles auch dazwischen und hin und her. Es gibt manche Menschen, die nehmen nur 10 Milligramm und manche nehmen halt in Gramm Dosierungen, ne? Das war immer bei diesen Tausender Dosierungen. Also ich nehme ganz gerne sowas wie 5000 oder 7000 Milligramm, ne? Also 5 oder 7 Gramm. Ich kenne einen Arzt, der gibt Vitamin C Infusionen, da sind wir so bei 35 Gramm. Und ich kenne auch Ärzte, die geben so 60 Gramm bis 80 Gramm. Und das war bei 80.000 Milligramm. Und zwischen 80.000 Milligramm und 10 Milligramm ist ein himmelweiter Unterschied. Der Mensch kann Vitamin C nicht selber bilden. Das haben auch einige Primaten, diesen Defekt, und auch noch das Meerschweinchen. Wenn man, aber das weiß ich natürlich auch nicht, das habe ich nur so gelesen. Also wenn man das jetzt umrechnen würde, wenn man jetzt, es gibt ja ein paar Primaten, die eben auch Vitamin C selber herstellen, wenn man das umrechnet, dann müsste der Mensch ungefähr selber 22 Gramm selber produzieren. Also
22.000 Milligramm. Nur mal so als Anregung. Was ihr macht, ist eure Sache. Wenn ihr Probleme mit den Nieren habt, wenn ihr Nierensteine habt, wenn ihr verkalkte Nieren habt, dann ist Vitamin C sowieso eine doofe Idee, weil ihr müsst erstmal die Nieren freikriegen und sauber kriegen. Ja, also das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich bin ja auch gar kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker. Es sind alles so meine eigenen Recherchen hier. Ja? Das Quercetin ist so ein Modemittel und hat mehrere gute Wirkungen. Es ist auch entzündungshemmend, in der Borreliose-Szene momentan sehr beliebt. Auch bei diesem neuen Virus, wovon wir so viel in den Medien hören, gibt es auch Studien dazu. Es ist aber auch ein Antioxidant. Und jetzt in unserem Fall, es geht ja heute um das Histamin, es ist ein Antiallergikum, ein Antihistaminikum. Ja. Und das habe ich jetzt hier mal so zusammengeschrieben. Also Quercetin ist in mehreren Pflanzen enthalten, auch zum Beispiel in der Schale von Äpfeln. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt im Internet das kaufen möchte, der japanische Schnurbaumblütenextrakt, der wird momentan sehr viel verkauft und da nimmt man, glaube ich, 1000 Milligramm, glaube ich. Muss da nachlesen. Vitamin C, ich hatte gesagt, ihr entscheidet das Produkt, ihr entscheidet die Menge oder überhaupt, ob ihr es nehmen möchtet. Es hat eben auch einen Einfluss darauf, das Histamin zu senken und gerade die Leute mit Histamin als Problem, wobei ich ja das Histamin bitte nicht als Problem verstehen möchte, aber mit dem Histaminabbau, sagen wir mal, Probleme hat, da hilft eben Vitamin C. Die 50 Milligramm Zink werden momentan immer empfohlen, auch jetzt wieder im Zusammenhang mit diesem Virus, von dem wir so viel hören. Ja, auch da wieder. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt 20 Jahre lang keinen Zink vertragen. Ich habe da immer Gesichtsschwellungen von bekommen. Immer, egal welches Produkt, ja. Und habe es selten dann auch genommen, aber immer mal wieder versucht. Und es ist jetzt so bei mir, seitdem ich das mit Quercetin zusammen einnehme, das Zink, seitdem vertrage ich Zink. Aber vielleicht bin ich auch ein Einzelsonderfall, mag sein. Und zur Wirkverstärkung empfiehlt man auch oft das Bromelain. Ist auch ein Enzym, müsst ihr wissen. Ne? Das ist alles jetzt hier nur Impulse und um Gottes Willen, ihr müsst das gar nicht, ihr müsst ja gar nichts machen, ne? Nur damit ihr nochmal wisst, wo ihr nochmal was nachlesen könnt oder was ihr überhaupt nochmal versuchen könnt und so. Ja. Ja, die Kofaktoren hier nochmal ein bisschen aufgelistet. Kupfer habe ich jetzt einfach von so einem Produkt abgeschrieben. Kupfertabletten kann man kaufen und auf diesem gekauften Kupfertablett stand eben die Tagesdosis mit 2 Milligramm angegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Kupfer soll man ja auch nicht überdosieren. Wir haben ja grundsätzlich immer so ein bisschen das Problem, naja, also ich zum Beispiel esse ja kein Fleisch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Fleisch essen und das Tier hätte genug Kupfer in der richtigen Menge, würde das ja praktisch wie bei der Nahrungskette dann auf den nächsten übergehen und auf den nächsten übergehen und auf den nächsten übergehen. Das findet ja so erstmal nicht mehr statt. Und auch die Böden, also jetzt wenn wir jetzt an das Gemüse denken, auch die Böden sind ja ausgelaugt, da wird ja irgendwie Kalium, Stickstoff und Phosphor nachgedüngt, aber nicht Kupfer unbedingt. Und also wir kommen schlecht an Kupfer ran. Aber dennoch, auch davon darf man eben nicht zu viel nehmen. Daher muss man, wenn sowieso immer in kleinen Dosierungen und das über einen längeren Zeitraum. Oder eben kupferhaltige Lebensmittel, wenn man die irgendwo findet. Ja, keinen Kaffee habe ich noch extra aufgeschrieben. Haben momentan viele Probleme. Im Internet wird das so erklärt, dass Kaffee, also das Koffein, den Abbau von Histamin stört oder verhindert sogar. Manche sagen auch, das Histamin wird dann erst recht abgegeben, weil die Mastzellen reagieren, was auch immer. Ich wollte es so reingegeben haben und im Internet steht auch, man soll das dann, wenn man dann trotzdem Kaffee trinken möchte, aber merkt, man verträgt es nicht so gut, eben langsamer trinken und dann eventuell auch ein bisschen mit Milch verdünnen. Ja, dass man dann irgendwie. Ja, das ist langsamer, das Koffein langsamer in den Körper gelangt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Also meine Folien sind jetzt zu Ende, aber ich würde ganz gerne noch das Aluminium ansprechen.
Denn Aluminium und vor allen Dingen, ich meine jetzt hier eine Aluminiumallergie, sorgt eben auch für eine Histaminausschüttung, wie jede Allergie. Also jede Allergie sorgt für eine Histaminausschüttung, so wie eben auch aufgezählt die speziellen Bakterien und anderen Parasiten. Aluminium im Trinkwasser, es ist eigentlich immer im Trinkwasser. Die Wasserwerke, die müssen ja irgendwie ihr Schmutzwasser, was sie dann da haben, das ist so eine braune Brühe, die müssen ja irgendwann klar bekommen. Ne? Du wisst ja, wenn ihr einen Wasserhahn aufmacht, ist das Wasser ja schön klar. Und dazu nehmen sie eben Aluminiumhydroxid. Das Aluminiumhydroxid sorgt, dass diese ganzen schwebenden Stoffe verklumpen. Das sind dann so Präzipitate, ne? Also Plocken. Fachmännisch ausgedrückt sind das dann Plocken oder Präzipitate. Und die fallen dann nach unten, das nennt man dann also sedimentieren nach unten. Und dann wird das Wasser eben sehr klar. Das Problem ist eben, dass man immer Aluminium dazu gibt im Wasserwerk, damit man eben klares Wasser bekommt und das Aluminium dann eben bei uns durch den Wasserhahn zu uns wieder fließt. Und auch da eben auch das Problem mit dem Kaffee. Man kann das jetzt gar nicht genau sagen. Ist es jetzt immer der Kaffee oder das Kaffeepulver oder das Koffein? Oder ist es dann doch eben das Leitungswasser oder beziehungsweise das Aluminium im Leitungswasser? Und dann ist ja noch Aluminium in allen möglichen Substanzen, also in allen möglichen Dingen des täglichen Lebens. Aluminium-Bettgestelle gibt es. Und so weiter, aber wir haben natürlich auch Deo-Spray, das ist der Klassiker. Ich wollte jetzt mal Bettgestell sagen, damit man nicht immer den Klassiker mit dem Deo-Spray. Aber also Medikamente, ja, alle möglichen Produkte können Aluminium enthalten und würde ich generell rauslassen. Viele Histaminprobleme entstehen eben auch durch Medikamente. Da ist eben oft das Aluminium im Verdacht. Und Aluminium in Impfungen ist ein Problem. Also ich selber behandle zum Beispiel meine alten Impfstellen. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass diese Aluminiumsalze in den Impfstellen zu solchen Problemen führen können, dass man eben dann auch unter chronischer Müdigkeit leidet. Gibt auch ein Krankenhaus in Frankreich, das operiert einem richtig die alten Impfstellen raus, eben weil da eben noch Aluminiumsalze von Impfungen teilweise zu finden sind. Das Problem mit dem Aluminium ist ja das, oder mit der, teilweise eben auch dann mit der Impfung, aber generell mit dem Aluminium ist, alles, was ihr im Zusammenhang mit dem Aluminium zu euch nehmt, darauf werdet ihr allergisch. Das bedeutet, ihr habt irgendwann mal eine Impfung bekommen, wenn jetzt da viel Aluminium drin war. Ihr habt eine Impfung bekommen und an dem Tag war eben gerade Birkenpollenflug, dann habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auf diese Birkenpollen zu reagieren. Und auch da ist es so, es gibt dann immer diesen Ausdruck, das ist aber heute eine, oder dieses Jahr eine besonders aggressive Birkenpolle oder so. Kennt ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt mit diesem aggressiv. Da meint man eben auch die Bakterien auf den Birkenpollen oder auf den Haselnusspollen. Ja, es gibt ja verschiedenste Formen der Allergien. Und auch bei einer Tierhaarallergie, die ja eigentlich eine Katzenspeichelallergie ist, diese Katzenspeichelallergie ist ja auch nie frei von Bakterien. Ich möchte nochmal daran erinnern, was ich gesagt habe. Es gibt keine freien Flächen in der Natur. Da ist immer ein Mikrobiom drauf. Und das ist eigentlich auch was Gutes. Und das eigentlich trainiert das auch unser Immunsystem. Deshalb wollte ich das mit dem Aluminium gesagt haben. Aber wie gesagt, im Zusammenhang mit dem Aluminium könnt ihr eben auf alles allergisch reagieren. Und eure Mastzellen merken sich das und die machen dann eben plutsch, plutsch, plutsch und geben das Histamin raus bei speziellen Reizstoffen. Ja? Und ich möchte eben auch Allergien nicht immer so getrennt sehen. Das ist immer so hygienisch getrennt von den Bakterien. Das finde ich auch immer ein bisschen blöd. Abgesehen mal davon, dass natürlich auch genauso überall Pilze und Pilzsporen sind. Ne? Versteht mich nicht falsch. Wir haben es auch natürlich mit Pilzen und Viren und so weiter auch noch zusätzlich zu tun. Dann möchte ich noch kurz dazu was sagen, dass wir irgendwie das Vertrauen, oder das ist mein Gefühl zumindest, dass die Menschheit das Vertrauen in das Immunsystem verloren hat. Einmal finde ich die Aussage sehr, sehr schwierig, die ich jetzt seit 16 Monaten höre in den Medien, dass
ältere Menschen ein schlechtes Immunsystem haben und jüngere ein gutes Immunsystem. Das ist für mich ein Glaubenssatz. Das ist meine persönliche Meinung jetzt, ja. Da gehe ich überhaupt nicht mit. Es mag ja sein, dass ein älterer Mensch auch mal ein schlechtes Immunsystem hat, das ist natürlich klar, aber genauso gut jüngere Menschen. Also jüngere Menschen, jetzt so, was ich so am Telefon erlebe, bekommen ja auch, wenn sie im MRT waren, Gadolinium, die haben Schwermetalle drin. Ich will es nicht alles aufzählen, aber ihr wisst, was ich meine. Die sind eben auch vergiftet. Und das Immunsystem trainiert ja erst noch den Umgang mit Erregern. Daher, und es haben, also ich meine jetzt mit älteren Menschen, eigentlich die Menschen, die so schon im Bereich, ja sagen wir mal, in Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wenn die da aufgewachsen sind, dann haben die erstmal ihre Kindheit nicht gut verbracht, aber mit Bio. Weil Spritzmittel zu der Zeit extrem teuer waren. Also ein Apfel war zu der Zeit, also zu der Zeit meine ich jetzt die 40er Jahre oder meine ich auch die 30er Jahre, ein Apfel war damals nicht gespritzt. Das konnte sich gar keiner leisten. Und man hatte damals ja noch richtig viele Apfelbäume in den Gärten, ja. Gut. Das wollte ich gesagt haben. Das Immunsystem. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich jetzt gleich sage. Ich möchte das auch nur zum Weiterdenken, einfach nur noch mal zum Weiterdenken und Überlegen in den Raum stellen. Ich habe schon seit 20 Jahren immer etwas gelesen und fand diese Idee eigentlich ziemlich faszinierend und auch sehr kontrovers. Und zwar wird uns ja immer gesagt, nimm dein Antibiotikum bis zum Ende. Also bis die Schachtel leer ist, musst du das Antibiotikum schlucken, wenn du es verschrieben bekommen hast. Und das soll ja im Grunde genommen Resistenzen vermindern. Und die kontroverse Meinung war immer, dass man das nur 3 Tage lang nehmen soll. Und jetzt erstmal zum Verständnis, was man damit genau meint. Ich sag mal, wir stellen uns jetzt mal 1000 Bakterien vor. Und man nimmt ein Antibiotikum nur 3 Tage und räumt, sagen wir mal, einfach nur fürs Verständnis jetzt, ist ja völlig egal, ob die Zahlen stimmen. 500 Bakterien habt ihr weggeräumt, also um die Hälfte, sagen wir mal, reduziert, also haben wir noch 500 Bakterien übrig. Und ab jetzt überlässt man dem Immunsystem, ja, man sagt jetzt, Immunsystem, mach mal weiter. Lern jetzt mal den Erreger kennen. Wir haben jetzt so einen Teil der Last weggenommen. Aber du musst jetzt mal selber was tun. Es kann nicht sein, dass das Antibiotikum jetzt all die Arbeit übernimmt. Mach mal selber. Lern die Erreger kennen. Phagozytiere, also futtere die Bakterien. Und ein Immunsystem lernt ja nun mal durch Verdauung eines Bakteriums. Da werden dann auch die Enzyme und so weiter besser dann eingestellt. Wenn das nächste Mal ein Bakterium kommt, dann kennen sie das eben schon. Das weiß man ja. Und die andere Seite wäre ja jetzt, wir nehmen das Antibiotikum, nehmen wir mal 10 Tage. Wir nehmen jetzt einfach das Antibiotikum 10 Tage. Und am Ende dieser 10 Tage haben wir noch 3 Bakterien übrig. Die sind aber resistent, weil die Bakterien, die ja jetzt noch übrig sind nach diesen 10 Tagen, die sind dann auch wirklich die waren ja dann nicht empfindlich gegen das Antibiotikum oder auf das Antibiotikum haben sie ja nicht reagiert, also sind sie nicht tot umgefallen. Wir haben jetzt noch 3 resistente Bakterien. Aber am Ende dieser 10 Tage ist das Immunsystem auch geschädigt worden. Also die Immunzellen wurden ja geschädigt durch das Antibiotikum, denn auch Immunzellen haben ja eben Mitochondrien und die leiden darunter. Die Überlegung war halt immer, ob das nicht dann die schlechtere Ausgangslage ist. Also dieses nach 10 Tagen ein schlappes Immunsystem mit 3 resistenten Bakterien. 3 sage ich jetzt einfach nur, es ist völlig, ne, für die Vorstellung. Und diese 3 können ja irgendwann dann wieder weiter anwachsen, auch theoretisch. Aber eben dann, wo das Immunsystem wieder was gelernt hat vernünftig und wo es eben durch ein pharmazeutisches Mittel ein bisschen Probleme hatte. Und im anderen Fall ist es eben so, da wo man nach 3 Tagen aufgehört hat und das Immunsystem selber aktiv daran teilnehmen konnte, ob das nicht dann eben doch der größere Effekt dann ist, dass eben bei einem erneuten Infekt
dass man dann eben auch gar kein Antibiotikum oder so mehr braucht. Ich wollte das mal reingegeben haben. All diese Sachen sind natürlich, da sind natürlich die Übergänge fließend und keiner, ich verstehe natürlich auch, dass keiner da die richtige Verantwortung übernehmen möchte, weil da muss man natürlich sehr am Patienten bleiben, auch mikroskopieren. Und wenn man eben nach 3 Tagen merkt, dass, also nach 3 Tagen aufhört und dann aber wieder merkt, oh, das geht nach hinten los, dann muss ja eventuell auch ein neues Antibiotikum gegeben werden, oder ein ganz anderes. Und strategisch ist es sowieso ja auch, es gibt ja noch die dritte Variante, dass man sowieso alle 3 Tage das Antibiotikum wechselt oder eben gleich eine Dreierkombination zeitgleich fährt. All diese Strategien gibt es ja. Und ich möchte die einfach nur mal reingeben, damit man so ein bisschen anfängt nachzudenken, ob wir immer so die richtigen Wege gehen und ob das überhaupt mit den Antibiotika noch auf die nächsten Jahre hin so funktionieren wird. Denn die Alternativszene, die finde ich nicht schlecht. Und ich finde auch Antibiotika nicht schlecht. Also im Grunde genommen ist es cool, dass wir beides haben. Und ich bin auch nicht so ein richtiger Fan davon, zu sagen, dass jetzt alles, was in der Apotheke steht an Antibiotika, ist total chemisch. Ich meine, so ein Penicillin ist ja auch ein Pinselschimmel. Ist ja auch im Grunde genommen mal was aus der Natur gewesen. Oder heute das Ivermectin, jetzt ein anderes Thema zwar, aber Wurmmittel. Ein Wurmmittel, was aber auch Insekten tötet und andere Sachen, angeblich ja auch noch neuerdings Viren tötet. Das Ivermectin ist ja ein Bodenpilz. Ist auch heute ein pharmazeutisches Mittel, aber auch mal in der Natur gefunden worden, ja. Also man kann das immer gar nicht so voneinander trennen. Und die Lugolsche Lösung, die heute eben in der Alternativszene eher drin ist, ist eigentlich auch ein typisches schulmedizinisches Mittel. Weil es eben natürlich auch, es ist ja klar, wenn wir mit Kaliumjodid und elementarem Jod, das sind natürlich auch chemische Verbindungen. Nur weil es heute nicht in der Apotheke steht, ist es ja trotzdem im Grunde genommen schulmedizinisches Mittel, genauso wie das DMSO. Ja, und so weiter. Und andererseits MMS unter einem anderen Namen steht in der Apotheke. Also das sind ja alles Sachen. Oder noch ein anderes Beispiel, Wasserstoffperoxid klingt für viele Menschen im Grunde genommen auch sehr chemisch und steht ja auch in der Apotheke, ja. Aber wer stellt bitte das Wasserstoffperoxid in eurem Körper her? Das wird hergestellt in euren neutrophilen Granulozyten, das sind auch, also ne, davon habe ich heute schon ein bisschen häufiger gesprochen, also diese speziellen, auch ein spezieller Typus der Immunzellen, die immer als erstes am Ort dann die ersten Rettungskräfte im Krisengebiet, und die stellen eben auch Wasserstoffperoxid her. Und die haben ein Enzym, das heißt Superoxiddismutase, und die macht das eben so. Und dann kann man eben nicht sagen, dass Wasserstoffperoxid etwas ist, was komplett chemisch ist. Aber auch hier wiederum natürlich auch in den richtigen Mengen. Also Wasserstoffperoxid in großen Mengen darf man niemals in Körperhöhlen füllen, weil dieser Sauerstoff, der geht eben auch ins Blut über, und das kann bis zum Tode führen natürlich. Also ich will jetzt keine Angst machen, ja, nur es ist klar. Große Mengen, also niemals etwas überdosieren, ja. Aber ich will damit nur sagen, Wasserstoffperoxid steht in der Apotheke, gibt es aber auch überall frei zu kaufen oder frei in Anführungszeichen, aber immerhin in der Zoohandlung oder bei Amazon oder wo auch immer gibt es natürlich auch Wasserstoffperoxid. Und dennoch stellen es eure eigenen Immunzellen her. Das ist ein absolut natürliches Antibiotikum, zum Beispiel auch in der Scheidenflora, ja, also zum Abwehr von Bakterien. So, und das ist mir halt wichtig, das mal zu sagen. Also, und auch, ich sage ja, ich mache ja gerade im Grunde genommen jetzt eine Zusammenfassung. Bitte nicht zu viel in Schubladen denken. Ihr merkt es ja selber, in der Politik ist es nicht gut, es ist in der Medizin aber auch nicht gut. Wir können nicht immer einen Stoff mit einem Label versehen, so wie das Histamin irgendwie bei den meisten Menschen ja wirklich immer nur mit dem Wort Allergie in Verbindung steht. Aber Histamin kann eine ganze Menge. Und was kann das Histamin dafür, wenn ihr zum Beispiel einen Kupfermangel habt? Das Histamin ist nun mal da und das gehört zu eurem Körper. Und das Histamin muss natürlich wieder runtergeregelt werden. Und deswegen zeigte ich euch eben dieses
dieses Enzym, dieses DAO. Und ihr braucht eben für diese aktiven Zentren in den Immunzellen, braucht ihr Mineralien, in dem Fall jetzt das Kupfer, aber ihr braucht auch Mineralien, ihr braucht Vitamine und so weiter. Jedes Enzym hat eben ein aktives Zentrum und die müssen besetzt werden, damit euer gesamter Körper funktioniert. Schwermetalle raus, Aluminium raus, Aluminium ist ein Leichtmetall, aber ich meine damit alle toxischen Metalle und alle Metalle, die auch in einer Überdosis da sind, müssen raus. Das heißt, es muss im Flow sein. Und auch so ein Vitamin C, habe ich ja gesagt, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, kann man das nicht einfach so machen. Das bedeutet dann aber auch wiederum, Nierenblasentee, Spülen des Körpers, unendlich wichtig. Dass immer wieder gespült wird und neue Sachen reingegeben werden. Ihr müsst im Fluss sein, im Fluss werden. Ja. Ihr versteht mich hoffentlich. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich habe ein bisschen lange geredet. Ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Tschüss. Eure Mini-Mikro.